Liebe Freunde der Braukunst, heute stelle ich euch vor, wie man mit einfachen Mitteln und wenig Kostenaufwand ein sehr wohlschmeckendes Pilz selber brauen kann. Wir brauchen dazu ein paar Gegenstände. Das ist zum einen der Gärbehälter mit Ablaufhahn. Hier befindet sich später das Jungbier drin. Und ein zweiter Gärbehälter, den wir zum Umfüllen brauchen. Dazu kommen zwei Trichter. Herr Richter. Zwei Trichter. Dieses Einkochthermometer kosten ca. 5 Euro. Ein großer Holzlöffel kosten ca. 1 Euro. Ein Baumwolltuch und ein Maischesack. Den Maischesack beziehen wir über einen Braushop, zum Beispiel braupartner.de im Internet. Ganz wichtig, 4 Klammern. Erzähle ich euch später, wozu wir diese brauchen. So, achso, ganz wichtig. Etwas kostenaufwendiger dieser Einkochtopf, der ist notwendig. Kostet ca. 50 Euro. Dieser Ablaufhahn muss nicht unbedingt dabei sein. Als erstes leeren wir zwei Kästen von diesen Flaschen mit Bügelverschluss. Ich habe hier die Gummis entfernt. Die Gummis müssen speziell ausgekocht werden, um steril zu bleiben. Seht ihr das? Feine Gummis. So, zwei Kästen davon leeren. Die Flaschen werden bei ca. 150 Grad 15 Minuten im Backofen sterilisiert, nachdem sie ordentlich heiß ausgewaschen wurden. Hier wird nochmal das Auskochen der Flaschengummis veranschaulicht. Die waren ja vorhin ganz schlecht zu sehen. Beim Erhitzen der Flaschen im Backofen ist darauf zu achten, dass sich die Gläser untereinander nicht berühren. Sonst kann es zu Glasbruch kommen. 150 Grad, 15 bis 20 Minuten und die Flaschen sind sauber. Was steril ist, bleibt steril, auch wenn es einmal runterfiel. Diese chirurgische Weisheit ist leider falsch. Wir versuchen deshalb, die nach heißen Flaschen bereits mit dem Gummi zu versehen und zu verschließen. So sind sie wie eingeweckt. Und es können sich keine Keime im Flascheninneren bilden. Die so sterilisierten Flaschen müssen nun ein paar Tage aufbewahrt werden. Denn das Bier, das muss ja erst entstehen. Bevor wir nun mit dem eigentlichen Brauprozess beginnen, ist es vonnöten, alle Utensilien gründlichst zu reinigen. Wir können dazu gerne Spülmittel verwenden. Dieses muss aber zum Ende der Säuberungsaktion gründlichst mit Wasser entfernt sein. Es dürfen keine Rückstände vorhanden sein. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Überblick über alle Brauutensilien. Ein 10 Liter Edelstahl-Kochtopf. Unser Gärbehälter aus Kunststoff, 20 Liter mit Ablaufhahn. Ein 1,5 Liter Messbecher. Ein Holzlöffel. Ein Einkochthermometer, unsere zwei Trichter, 4 Klammern, ein Baumwolltuch, ein Maischesack, noch ein 20 Liter Kunststoffkanister zum Umfüllen, sowie das Prunkstück unserer Brauerei, der Einkochtopf. Bevor wir nun mit dem eigentlichen Brauprozess beginnen, noch ein kleiner Hinweis. Bierbrauen unterliegt einer Biersteuer. Das heißt, jedes Bier, was gebraut wird, muss vorher beim Hauptzollamt angemeldet werden. Nach dem eher trockenen Gesetzestext kommen wir nun wieder zum Bierbrauen der flüssigen Muse. Wir waren einkaufen. 4 Kilo Pilsner Malz geschrotet. Geschrotet deshalb, damit sich die Inhaltsstoffe besser entfalten können. Dazu kommen 100 Gramm Saatzer Aromahopfen als Pellets. Zum Schluss dieses kleine Tütchen Trockenhefe. Die Trockenhefe sollte beim Pilz untergärig sein, wobei untergärige Trockenhefe den Vorteil hat, dass sie selbst bei obergärischen Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad sehr gute Ergebnisse erzielt. Nicht jeder hat 10 Grad in seiner Küche, deshalb diese Trockenhefe. Wer nun mit dem Bierbrauen beginnt, muss sich darüber im Klaren sein, dass so ein Braugang gut und gerne 6 bis 8 Stunden dauern kann. Man sollte sich also für den Tag nichts anderes vornehmen.
oder man braut nachts. Zunächst geben wir in unseren Einkochtopf 16 Liter klares Wasser und erhitzen dieses auf 35 Grad. 35 Grad eingestellt. Und ähnlich zeigt das auch unser Thermometer an. Nach Erreichen dieser Temperatur geben wir nun die Schüttung hinzu. Das Ganze nennt man Einmeischen. Und während dieser Zeit, die etwa 20 Minuten dauert, muss die ganze Zeit kräftig gerührt werden, damit sich in dem Malz keine Klumpen bilden können. Wir haben nun 20 Minuten ordentlich durchgerührt. Das heißt, das Einmeischen ist nun zu Ende und wir kommen zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die Eiweißrast. Dies erfolgt bei 50 bis 52 Grad und dauert nochmal 20 Minuten. Wichtig ist dabei, dass die Temperatur nur sehr langsam erhöht wird. Als Faustregel gilt 1 Grad Celsius pro Minute. Wir arbeiten uns langsam zur nächsten Rast vor. Diese nennt sich Maltoserast, findet bei 64 Grad Celsius statt und dauert ca. 40 Minuten. Und immer schön rühren und rühren und rühren und rühren und rühren. 64 Grad erreicht, 40 Minuten halten. Schrittweise erhöhen wir die Temperatur auf 74 Grad. Hier findet die erste Verzuckerungsrast statt. Sie dauert ca. 40 Minuten. Und es gibt noch eine zweite Verzuckerungsrast bei 76 Grad. Diese Temperatur wird 30 Minuten gehalten. Sieht schon lecker aus, oder? Zwischenzeitlich erhitzen wir noch 8 Liter Wasser für den Nachguss auf 80 Grad. Geduld wird belohnt und irgendwann ist es dann soweit. Der Nachguss ist auf 80 Grad erhitzt. Ich nehme den Maischesack, nehme meinen 20 Liter Kunststoffkanister, den ich vorher nochmal ausgespült habe. Und jetzt kann das Abfüllen beginnen. Dabei kommt wieder unser 1,5 Liter Messbecher zur Anwendung. Wir versuchen nun den Treber von der Würze zu trennen. Dabei kommt unser zweiter Kanister ins Spiel. Wir müssen jetzt den Maischesack zusammen mit dem Treber versuchen in den zweiten Kanister zu bekommen. Das ist mit Vorsicht zu genießen, hier kann man sich ganz schnell die Finger verbrennen. Außerdem ist es schwer. Die restliche Würze geben wir jetzt zurück in den Einkochtopf, den haben wir zwischendurch ausgewaschen. Der Treber hat jetzt die Möglichkeit, in den zweiten Gärbehälter leer zu laufen. Den ersten Behälter habe ich inzwischen ordentlich ausgewaschen. Und die Würze zurück in den Einkochtopf gegeben. Die Würze wird jetzt auf 100 Grad erhitzt. Der Trebersack dürfte inzwischen etwas abgekühlt sein, sodass ich die Möglichkeit nutze, ihn nochmal regelrecht auszubringen. Den Trebersack mit dem Treber gebe ich nun wieder in den ersten Gärbehälter und damit ist der Treber vorbereitet zum sogenannten Abläutern. Die restliche Würze kommt wieder zurück in den Einkochtopf. Das Abläutern wird auch Anschwänzen genannt. Hier passiert nichts anderes, als dass man versucht, den restlichen Zucker aus dem Treber herauszuspülen und so der Würze mit zuzugeben. Mal sehen, ob man das so sehen kann.
vielleicht nie alles auf einmal rein, sondern Stück für Stück, Schluck für Schluck. Es soll sogar Leute geben, die dazu eine Gießkanne benutzen, das halte ich aber ehrlich gesagt ein bisschen für übertrieben. Um die restliche Würze aus dem Treber zu bekommen, wird hier nochmal richtig durchgerührt. Man muss sich das vorstellen wie ein überdimensionaler Teebeutel. Auch wenn das vielleicht dieser oder jener Braumeister nicht so gern hört. Den Treber kann man nun getrost wegwerfen. Man kann aber auch ein leckeres Treberbrot daraus backen. Wie das geht, erfährt man auf anderen Webseiten. Am besten man googelt mal. Die so gewonnene Würze wird nun zum Kochen gebracht. 90 Minuten Kochzeit, da geht natürlich einiges an Wasser verloren. Um zum Schluss die restliche Menge wieder auffüllen zu können, erhitze ich noch einmal rund 5 bis 10 Liter Wasser, um diese dann zum Schluss zur Verfügung zu haben. Direkt nach Kochbeginn geben wir 75% des Hopfens hinzu. Wenn draußen schon der Morgen graut, wird drinnen immer noch gebraut. Nach 90 Minuten, 5 Minuten vor Ende des Kochvorgangs, wird der restliche Hopfen zugegeben. So, nun ist es langsam an der Zeit, das Geheimnis zu lüften, wozu wir unsere Wäscheklammern brauchen. Die Wäscheklammern halten das Baumwolltuch, mit dem wir die Würze jetzt filtern werden. In der Würze haben sich Eiweißrückstände niedergeschlagen und die haben im Bier natürlich nichts verloren. Wieder kommt unser feiner Messbecher zum Einsatz, denn jetzt wird die Würze gefiltert. Das Ganze nennt man auch Ausschlagen. Es empfiehlt sich, die Würze in 2 Portionen zu unterteilen. Wir nutzen dazu beide Gärbehälter zum Abfüllen. Zwischendurch muss das Baumwolltuch, welches sich immer wieder zusetzt, natürlich auch mal ausgewaschen werden. Am Ende unseres Brauvorganges teilen wir unser Produkt in ca. 2 gleich große Teile und kühlen diese so schnell wie möglich auf Zimmertemperatur herab. Ich nutze dazu eine kalte Badewanne. Ist die Würze auf Zimmertemperatur abgekühlt, entnehmen wir einen Teil davon und lösen darin die Bierhefe auf. Die so aufgelöste Hefe geben wir nun in die Würze. Bei 16 Grad Raumtemperatur, abgedeckt mit einem Baumwolltuch, warten wir nun auf die einsetzende Hauptgärung. Nach einigen Stunden bildet sich eine leichte Schaumkrone auf dem Sud. Die zeigt uns an, dass die Gärung bereits eingesetzt hat. Etwas später werden sich braune Hefeflecken auf dem Schaum absetzen. Diese sollten mit einem Kloßheber abgenommen werden, damit sie nicht ins Bier fallen und das Bier verdirbt. Meine lieben Freunde des flüssigen Goldes, nach 14 Tagen ist die Hauptgärung abgeschlossen und wir können nun beginnen, das Jungbier auf Flaschen zu ziehen. Um dem Bier eine gute Spritzigkeit zu geben, ist es natürlich vonnöten, eine Nachgärung auf Flaschengärung zu beschleunigen. Das erreichen wir, indem wir in jede Flasche etwas Malzextrakt geben. Mangels Malzextrakt kann auch Zucker verwendet werden, aber da wir nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen, empfiehlt sich das nicht. Nach meiner Erfahrung ist ein gehäufter Teelöffel die richtige Menge dazu. Wir beginnen nun mit dem Abfüllen des Jungbiers. Deshalb brauchte ich den großen Trichter. Mal sehen, ob gleich alles daneben geht. Schön vorsichtig. Möglichst wenig Schaumbildung in der Flasche.
sieht gut aus. Und das riecht auch schon gut. Herrlich. Nach dem Abfüllen kommt der schlimmste Teil der Arbeit, das Warten. Circa 14 Tage, besser noch 4 Wochen, soll das Bier nun lagern, damit es seine richtige Reife bekommt und gut schmeckt. Ich habe jedem Kasten einen kleinen Zettel zugefügt, worauf das Abfülldatum und die Sorte steht. So, liebe Freunde des edlen Kaltgetränks, der kluge Mann braut vor. Und deshalb lassen wir uns jetzt schon mal ein Bier schmecken, was eine Weile gelagert ist. So sieht's aus. So riecht's. Göttlich schmeckt's.